So, weiter geht's. Wir sind noch mitten in der Mission. Wir müssen Henry noch finden. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Wir sollen wieder Wachen aus dem Rennen nehmen. Das heißt, halt, das möchte ich nicht. Beeil mich jetzt gerade mal, dass ich da hochkomme, weil ich will mir jetzt mal den Scharfschützen hier rausnehmen. Sicher, sicher. Einfach mal Ruhe reinkriegen in dieses Ding hier. Ja, kommt raus, kommt runter. Hallo! Der Anführer der Wuchs ist im Gebiet! Ich hab nichts gesehen. Patsch, weg mit dir, mein Freund! So, dann reden wir noch mit dem da oben. Vielleicht kriegen wir noch eine wichtige. Ah, den kriegen wir. Ich hab keine Ahnung, was du meinst. Ich nehme mal kurz hier mein Freund raus. Wie seht ihr auf dem Friedhof? Da gehörst du hin. Oh Gott, ja. So, ich bin sicher, dass ich abgeschlossen hatte. Das sollte doch zu sein. Das waren wieder diese Rotzlöffel, ganz sicher. Na gut, dann machen wir das doch. Wir haben noch irgendwo ein Zahnrad oder was auch immer das ist. Warte mal. Ich muss mich gerade mal orientieren, wo das ist. Ja, hier vorne ist es. Mit nehmen. Und zwar gepresste Blumen. Nehmen wir mit. Kann man gut gebrauchen, vielleicht sogar. Irgendwann mal. Aber ich suche jetzt nicht explizit danach, sondern ist es einfach durch Zufall gewesen. So, dann gehen wir mal kurz in diesen komischen Brunnen, der hier unten ist, weil. Hier ist gar nichts gekillt worden. Lass mich in Ruhe. Ich habe nichts getan, mein Freund. Kann ich da nicht runtergehen? Da. Kann ich. Jetzt ist alles gut. Ah, hier ist Minimum nochmal ein Feind, aber die Frage ist, ob das der wirklich ist. Ich glaube auch nicht, dass wir komplett alleine sind. Noch nicht. Ja, der lasse ich mal in Ruhe. Psst, psst. Du bist tot. Und tschüss. So, dem Mann ist noch einer. Der eine wird jetzt hier gleich mal. Aber das hier vorne stehen. Okay. Ich habe genug Chancen, mein Freund. Okay, es sind drei Feinde nur. Ah, aber das ist nicht das große Problem. Ich hoffe, er hat keinen Hirnschaden. Er ist Assassine. Dann hatte er eh schon einen Schaden. Mutter. Oh, tot. Ich weiß nicht, was los ist, warum mein Kumpel gerade plötzlich umgefallen ist. Vielleicht ist er wieder. Nein, bist er nicht. Genauso tot wie du. Ja. Kann man so machen. Blickt mal wieder, liebe Freund. Eigentlich wollte ich meinen Kumpel befreien, aber ich nehme erstmal die Wache mit. Halt mal noch ein bisschen durch, mein Freund. Ich mache mir erstmal die Kiste hier auf. Und dann kann ich ihn befreien. Ivy, die wollten die Pläne des Architekten wegschaffen. Haben Sie sie? Hat man Ihnen wehgetan? Alles gut. Gehen wir. So, Henry aus dem Gebiet eskortieren. Ab. Nehmen wir mal mit. Ja, warte mal. Das kriegen wir hin.
Das sind ein paar Wachen, ja, aber jetzt nicht, wo ich sagen muss, oh, ich habe jetzt... Die nehmen wir mit. Konzentrieren Sie sich auf die Flucht. Im Bahnhof sind wir. Erledigt. Ja, nicht mehr lange. Wo sind die denn? Ach, da ganz oben. Da Schützen nehmen wir mal mit. Stehen bleiben! Gut, dann bringen wir den jetzt mal sicher nach Hause. Und dann haben wir, glaube ich, die Mission auch erledigt. Und wir haben die Zusatzaufgabe tatsächlich auch erledigt. Ich finde das Gewölbe, ehe Starek sich das Tuch holt. Wir müssen mit dem Maharaja sprechen. Ich spreche mit dem Maharaja. Sie lassen sich verarzten. Es tut mir leid, dass ich Ihre Pläne vereitelt habe. Im Zug wären Sie sicherer. Selbst wenn Sie das Gewölbe finden, Sie können nicht alleine in den Buckingham Palace spazieren. Ich bin nicht alleine. Wir sehen uns dann im Zug, Mr. Green. So, erledigt. Die Planänderung. Geil. Henrys Ablenkung haben wir zweimal genutzt und wir haben die Wachen mit Fängen Fässer getötet, die zwei. Ganz, ganz wichtig. Damit haben wir uns immerhin nochmal 250 Pfund und 250 XP noch dazu genutzt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, nicht in der nächsten Folge, Quatsch, wir machen noch ein bisschen was. Und wir haben noch einen Moment Zeit. Ich hatte nicht gedacht, dass wir so schnell durchkommen. Auf jeden Fall haben wir diese Mission erledigt und ja. So, ich guck mal gerade, ob ich hier noch irgendwo schnell was machen kann. Da vorne sind noch zwei Polizisten. Das ist mir aber gerade in dem Moment auch eher uninteressant, weil da war nämlich irgendwo noch was, was wir noch nutzen könnten auf der WF dem Weg. Die Templerjagd. Dann nehmen wir, machen wir schnell noch eine Templerjagd hinterher, damit wir das auch einmal erledigt haben. Und ich werde wieder meine Lieblingsherausforderung nutzen. Ich werde wieder ein bisschen ganz nach oben gehen und gucken mir das mal ganz ein bisschen von oben an. Wie gesagt, ich spiele jetzt natürlich ein bisschen auf Zeit, klar, weil ja, die Folge wäre jetzt irgendwo bei 8 Minuten, 9 Minuten gewesen und das ist mir dann immer zu krass einfach. Das ist mir dann einfach zu... Gut, den müssen wir töten wahrscheinlich, ne? Ja. Das Ziel mit der Nähe von Sprengstoff töten, okay, das ist das Wichtigste. Sagt er uns gerade als Aufgabe. Ja, warte mal. Krieg ich den so hin, von hier, von der Position aus? Nein. Nein, krieg ich nicht. Das dauert, ist wahrscheinlich zu weit. Ja, ist zu weit weg vom. Ich geh mal kurz noch rüber. Erledigt. Ich
tot. Ja, ich hab's nicht mit Sprengstoff geschafft, aber es ist letztendlich wurscht. In erster Linie haben wir es geschafft. So, jetzt haben wir's. Peter Needham ist tot. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Assassin's Creed Syndicate. Und dann schauen wir mal, was wir uns als nächstes einverleiben. Obwohl, warte mal, ich mach kurz noch neben den dass das Gebiet umgebaut wird, weil es war nämlich wieder ein Teilgebiet, was jetzt für uns offen ist. Von The Strand. So. Jetzt machen wir Feierabend. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.